Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen. Ja. Ihr seht, ich habe aus Versehen den Raben oben gehabt noch. Deswegen, ja. Ups. Deswegen machen wir einfach mal einmal das, ne? Und dann. Einmal, also den Verstärken einmal komplett durch und ja, holen uns dann hoffentlich die ganzen Züge wieder. So, ich werde aber auf jeden Fall dich jetzt einholen. Das war wirklich für ihn. Ihr werdet mich wahrscheinlich sowieso hochheilen. Das heißt, wir machen auf jeden Fall nochmal Akagaya. Gaia. Okay. So. Ja, schön, heil uns mal richtig schön hoch. Genau, mach uns nochmal die Energie drauf. Müsste dann auch fertig sein. War jetzt dreimal. Ja. Schade, einmal aus. Zweimal ausgewiesen, okay. Okay. 65, easy going, ey. Oh, können noch einmal? Achso, weil er einmal zu spät reinkam, genau. Wollen wir das? Ist die Frage. Warte mal. Haben wir nicht noch irgendein? Moment, wir haben einen, der auf jeden Fall rein muss. Und zwar er. Der muss nämlich uns jetzt beschützen. So. Du machst nochmal die Defensive runter. Liest er denn sozusagen auf Max? Ist ganz gut und machen weiter Lupo. Beziehungsweise das erste Mal mit ihm. Und greifen an. Kommt schon? Oh ja, kommt. Ja, wir werden. Wenn er sei, beschützen. Protect. Kriegen natürlich ziemlich viel Schaden ab. Wir können uns aber jetzt hoch rein, hoffentlich. Ja, sehr schön. Er macht sich das weg. Ich weiß es nicht. Er macht sich das weg. Er macht wirklich einen Cast. Okay. Er macht wirklich einen Cast. Das ist so dumm von ihm. Sagt er und starb qualvolle Tode. Wir werden trotzdem mit ihr Rakunda weitermachen, damit er sein Dekunda verschwindet. So. Da weiß ich gerade nicht. Wir könnten natürlich nochmal versuchen. Machen. Wir spielen die sichere Variante. So. Ja. Vielleicht macht er jetzt nochmal die Kunde, mal gucken. Wenn nicht, dann können wir richtig gut Damage machen in der nächsten Runde. Ist easy going, easy going. Und wir machen jetzt richtig viel Schaden. Also mit der richtigen Taktik geht das schon. So, Marke Kaka, ja. Sekunde. Definitiv. Wie gesagt, er macht sich das ja auch weg. Also. Ja, wobei. Ja. Ja, ist aber so besser. Really giving me a run. It would seem I've underestimated you. That stops here. Don't let it go to your head. Okay, kommt da nichts. Das ist aber komisch, dass nichts kommt. Na gut. Ja, du könntest Energy Drain machen. Na gut. Machen wir es auch. I'll
Damit er, damit sie immer schön weitermachen kann. Boah. Hör auf mit diesem Blödsinn. Oh, das hat schon etwas wehgetan. Er macht aber die Kunde nicht so oft, muss ich sagen. Also überhaupt nicht oft, ehrlich gesagt. Ja, wir spielen die sichere Variante. Also wenn, er macht es halt nicht weg, ne? Folgen wir weiterhin an. Oh. Angriff. Und weiter Damage. Energy Drain, weil wir nichts anderes können. Oh oh. Burn! Burn, all of you, burn! Can't let this fire stop us! Okay. How could you have survived that? Nice. Oh. Jetzt lass ich nach mal wieder Rakunda machen. Halt. Das ist wichtig. Das ist wichtiger. Das ist auch mein letztes Mal gewesen gerade. Da hätte ich nicht so oft mit ihm auch noch was anderes gemacht, dann könnte ich jetzt auch noch was anderes machen. Hier muss ich Energy Drain machen, weil ich habe nämlich nichts mehr. Oh, jetzt war es tot. Das ist mein... Ja, ich muss Rakunda machen. Und ihn hoffen, dass er in der nächsten Runde stirbt. Er kann ja nur diesen Angriff machen hier, also... So normale Angriffe. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. So. Ist überhaupt nicht schlimm. So, wir hauen ihn jetzt weg. Oh, es reicht nicht. Energy Rain. Wir machen es hier nochmal spannend. Jetzt krepier noch. Wir machen es spannend. Er ist immer noch nicht weg. Oh nein, wenn wir jetzt... Wenn er jetzt uns richtig an... Achso, er heilt sich damit immer. Wenn er uns jetzt böse angreift... Okay. Okay, das war aber keine große Heilung. Ja, sehr schön. Oh. I am Drag Jim. Nice to meet ya. Lol. Moment. Wie Ice Attack auf alle. Ja, das kannst du. Weg. Du hast trotzdem noch minus 3.
Enden des Bits auch wegkommen. Cool, er hat schon 3 Verwandlungen gemacht. Durchgemacht. Finally. Rest in peace, Nikari and Minabu. If every demon and angel in Tokyo's done attacking us now, we need to get Flynn someplace safe and get him stitched up. Thank you. We have to get you to the Hunter Command Center immediately. We have no choice. Treating his wounds will take precedence over returning him to Mikado. Isn't your whole job to take him to Mikado? You misunderstand. It would be unseemly to return him in this state. If we're all in agreement, then let us get him back to the command center. Do you need our help, Miss Isabeau? Thank you, but I'll be fine on my own. Der ist 65. Du willst mich doch verarschen. Der ist 65. There she goes. Seemed sort of relieved, didn't she? Probably because we got Flynn back, safe and sound. We kicked ass. All that's left is to take down Lucifer and Merkaba. Failure was simply not an option with me at the helm. What helm? You really should know your place. Wait! You could see me this whole time? Huh. You guys did great. Every inch of me aches from all that excitement. Flynn will need at least a day's rest to recover. You would do well to see to your own injuries while we wait. You know, I think Gaston's finally warming up to us. Is there something you'd like to say to me, Hallelujah? If there is, you'd better remember to address me as Sir Gaston next time. And like that, the warmth is all gone. Pathetic. This makes my skin crawl. All this lip service and ego-stroking is the kind of dependency that stops you from standing on your own. You'll see soon enough, kid. There's no place for you among them. Hey, what are you doing? We should head back to Kinchicho. Let's go, Nanashi. Let's go, Akira. Jetzt kriegen wir hier noch eine Quest. Weißt du, wie viele Monster wir eigentlich hätten mit dem ganzen Zeug, den wir gerade gekriegt haben, hätten ausstatten können, wenn wir Mido benutzt hätten? Also, oh Gott, jetzt ist so viel, ja, es ist so viel Zeug hier. Ja, wir haben Flynn gerettet, genau. Das ist das Beste eigentlich. Weißt du, wir retten ihn. Wir werden ständig angegriffen von Demons. Und Flynn wird nun von Isabel weggedonnert. Also weggenommen. Ja. Also. What? Was haben wir jetzt hier noch? Complete the mission.
Ja, wir haben jetzt sozusagen gerettet. Nee, Quatsch, das war was anderes. Egal. Was hat sie denn jetzt für uns? Nee. Oder? Aber Tetra kam. Nee. Tetra kam wäre schon ganz geil. Aber nicht. Nicht im Gegentausch zu Energy Drain. So ist bei ihr. Also, wir gehen erstmal heilen. Asahi. Sie hat ja gesagt, lass uns doch dahin gehen. Ja, genau. Wir gehen uns mit uns heilen. Und ich stelle immer Gegner. Ja, doch, waren hier. Doch. Enter. Und dieser Biss ist schon wieder weg. Ah. So. Ah, toll. Nee, halt. Hier hinten ist das Heilen-Ding. Also das müssen wir sowieso auch nochmal machen hier mit Mido. Um wirklich komplett neue Monster mal zu erstellen. Also bin ich zufrieden mit meinen Monstern derzeit, aber könnte natürlich auch cooler sein. 50 Marker, ey. Puh. Here's hoping we both see each other alive again. Dogda. Also, wir könnten uns auch einfach mal. Was ist das denn? Das sieht ja komisch aus. Der lernt noch eine allmächtige Attacke. Mal gucken. Und wie er einfach 65 schon ist. Wow. Nee. Als würden wir den herstellen wollen. Famed Enigma. Den könnten wir zum Beispiel schon. Nee, wir haben gar kein Element. Den könnten wir theoretisch auch nicht herstellen, weil uns dieses Monster hier fehlt. Aber das könnten wir eigentlich auch theoretisch auch mal machen. Na ja, komm, anscheinend noch einige coole. Zumindest vom Layout. Wow, der sieht ja geil aus. Der sieht echt geil aus. Aber der hat keine Arme mehr. Da könnte man auch. Also. Oh! Berserker. Auch cool. Ah, ein Vogel. Auch wieder so ein Feuerwesen. Aber hat eine Schwäche gegenüber. Eis. Nee, machen wir aus. Genau. Gucken wir einfach mal hier kurz mal ein bisschen durch. Pearl wäre auch nicht schlecht. Hat aber ziemlich viele schwache Sachen. Also gegen. Darkness ist sie extrem schwach. Naja, wir haben hier natürlich nichts für sie. Wobei wir hätten gegen Eis, glaube ich, ne? Es ist Light, es ist Elec. Nee. Es ist doch hier. Es ist Eis. Hätten wir mit ihr. Das wäre aber auch ein kompletter Heiler, ne? Also, ja, komplett eigentlich. Der ist auch cool gewesen damals in Lucifer's Call zumindest. Earthquake. Ja, der hat aber ziemlich viele Schwächen, das ist das Problem bei ihm. Also Darkness und Wind und Feuer, das sind schon drei Sachen, also wo man drauf achten müsste, wo drauf. Dass er da nicht drauf geht. Ah, Snake. Weiß ich nicht. Aber wir müssen langsam neue Viecher holen.
können das ja nochmal das verbinden und gucken, ob hier irgendwas Cooles. Nee. Also wir müssen verbinden langsam. Oh, Long. Long hatten wir, glaube ich, auch lange Zeit. Weil ich mir auch gerade da nicht sicher bin. Aber dafür würden wir unser neues Monster hier opfern. Von dem Ding hier. Moment, wir müssen eh erstmal. Wir müssen eh erstmal das Buch aktualisieren. Genau. Wir haben. What? Achso, wir haben 34% aller Monster. Ja, das Problem ist, die kosten alles so viel. Ja, wollen wir mal gucken? Also, auf Victor hätte ich schon Bock. Das Problem ist, er ist schwach gegen Blitz und Dunkelheit. Und ist ein Lichtwesen, also macht mehr Lichtschaden. Ist mit Blitz nicht so geil. Ist halt die Frage, was kriegen wir aus ihm raus später? Also, da kriegen wir ja zwei passive Fähigkeiten. Was könnten wir ihm denn geben? Also Blitz werden wir wahrscheinlich nicht geben. Ist nicht so gut. Aber wir bräuchten eigentlich wirklich mal. Ja, wir könnten ihn theoretisch auch zu so einem Supporter machen. Wie Enigma. Also wie Futotama. Ich finde ihn eigentlich ganz geil von dem Bild her. Dem Futotama. Moment. Ich finde ihn eigentlich vom Bild her ganz cool, muss ich sagen. Jetzt kann man leider nicht irgendwie drehen. Achso, warte mal. Profil? All? Nee, Profil? All? Oh, nee, Profil? Ja. Next. Okay. So. Ja. Ja, ich finde ihn eigentlich ganz cool. Muss ich sagen. Das wäre halt vielleicht eine Möglichkeit, ihn ins Late Game mitzunehmen. Weil ich finde das Bild ganz cool, deswegen. Würde ich ihn ganz gerne mitnehmen. Das Problem ist, ich wüsste jetzt nicht, als was ich ihn mitnehmen sollte. Weil das Problem ist, er hat keine Skill-Affinitäten, also ist reines Multitasking-fähig. Aber ich müsste ihn Anti-Wind geben. Anti-Wind. Und ich glaube, er ist auch eine Spezial. Naja, genau, er ist eine Spezialverbindung. Ich muss ihm Anti-Wind geben. Und dann noch, Anti-Wind und dann noch Supporter-Zeug. Oder wir gehen komplett auf ihn mit Angriff. Das könnte man auch überlegen. Ja, aber das könnten wir ja später machen, wenn wir wirklich kompletten Late Game sind. Eigentlich sind wir schon gefühlt im Late Game, aber ja, wir machen einfach jetzt mal die. Warte mal, haben wir opt? Ja, haben wir. Anti-Electric haben wir. Wir machen es einfach jetzt. Swone hat immer noch nicht alles gelernt. Warum nicht? Achso, weil der halbwegs neu ist, stimmt. Der kann noch nicht alles gelernt haben, stimmt. Ja, dann müssen wir kurz nochmal warten mit ihm. Warte, müssen wir ihn rausnehmen? So.
können die Nymphe nochmal nehmen. Dafür würden wir aber Alice verlieren. Okay. Nee, das wäre aber... Das wäre ein reiner Supporter. Dominion... Ja... Die verwandelt sich ja auch irgendwann mal, glaube ich. Das hat das Problem, ob wir wirklich diese eine Verbindung machen wollen, dass wir ein spezielles Monster herstellen, was ziemlich stark ist. Also was ständig Entwicklungen hat, hinter sich hat. Es gibt ja eins, das wird aus Dominion gemacht halt, also halt, das ist Dominion eigentlich. Und die hat immer so verschiedene Entwicklungen und wird halt richtig, richtig, richtig stark. Von den Spells auch her. Aber sie hat halt nichts Geiles, sag ich mal, in dem Moment gerade. Also, um halt das noch zu kompensieren. Finde ich zumindest. Also, ja, wir könnten natürlich... Ja, wir würden den Kuhn hier verlieren. Schmeißt Eis zurück. Ja, ist nicht schlecht. Ja, super. Ihn könnten wir noch machen. Ja, ist auch aus dem Typ mehr. Ah, es gefällt mir alles nicht. Wir könnten Avion noch holen. Da müssen wir ihn aber die... Ah, er ist auch mit dem Typen hier. Nee, mach mal Top 10 raus. Zu viele? Achso, weil das Kompendium dabei ist. Oh Gott, 54. Ja, daran merkt man, dass ich einfach lange Zeit nichts verbunden habe. Ja, guck mal, wie viele hier neu sind. Und die würden einfach mit Level 53 starten, ey. Weil die sind ja auch schon übelst lange in meinem Team hier, die ganzen Charaktere halt. Ja, ich überlege mir mal was und dann sehen wir uns im nächsten Part von Shin Megami Tensei. Schön, dass wir endlich weitergekommen sind. War eigentlich ganz gut die letzten Runden. Na, bis bald. Tschüss.